Willkommen zurück zu unserem sechsten Video in unserer Interviewserie zu Wo die Liebe hinfällt 3. Im letzten Video hast du ja erläutert, wie dieses Märchen entsteht und wie die Musik entsprechend dazu kommt. Und du hast gesagt, die Musiker schicken dir dann Videos und dann wählst du da was aus. Jetzt gib uns doch mal einen Einblick, in welcher Bandbreite bewegt sich das denn? Also das ist sehr, sehr spannend. Wir haben eine Bandbreite von Klassik, also dieses Jahr unter anderem auch Johann Sebastian Bach dabei, okay, bis Rammstein, okay, Disney, Rock, Dixie, alles. Wahnsinn, okay. Also wirklich fantastisch, es ist alles Mögliche dabei. Also auch für Musikliebhaber, also die einfach auch gute Musik hören will, auf alle Fälle hörenswert. Das ist nett, dass du denkst, dass wir gute Musik machen. Ich hoffe, dass es gute Musik wird. Muss. Es wird gute Musik werden. Jetzt muss es gute Musik werden. So, okay. Jetzt, du hast gesagt, 50, 60 Vorschläge bekommst du da. An dem Abend wird es ja keine 60 Lieder geben. Nee. So, ungefähr eine Zahl. Um die 20 Titel werden wir spielen. Um die 20. Mhm. Jetzt, wer ein bisschen mitgerechnet hat, 60 minus 20. Was ist denn da mit diesen 40 Liedern, die irgendwie nicht genommen werden? Also, die sind halt einfach übrig. Okay, und finden dann vielleicht, wo die Liebe hinfällt, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Verwendung? Weiß ich nicht, weil eigentlich ist es jedes Mal durch die veränderte Besetzung der Musiker jedes Mal ein neuer Prozess, der von vorne beginnt. Okay, da fällt mir gerade was ein. Dann könnten wir ja eins machen, so vielleicht als Appetizer. Wir könnten doch mal so ein paar Liedvorschläge, die nicht genommen werden, nicht genommen worden sind, die also an dem Abend nicht gespielt werden, vielleicht mal so mit reinstreuen, damit die Leute ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was alles so auf deiner Liste, also auf deiner Streichliste stand. Das ist eine gute Idee, das werden wir umsetzen. Gut, also gespannt sein, welche Lieder nicht gespielt werden. So, für alle, die jetzt sagen, wann war es gleich nochmal und wo war es gleich nochmal, wieder der obligatorische Werbeblock. Wer muss wann, warum, wie, wo, weshalb sein? Am 21. September im Monkeys im Ringcenter in Schwarzenberg um 19 Uhr. Einlass ist 18 Uhr. Bitte Plätze reservieren unter kinderträume@luise-egermann.de. Eintritt ist frei, aber wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl. Perfekt. Dann freut euch auf das nächste und auch letzte Video.